Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum Industrie Giant 4.0. Jetzt wollte ich halt Deutschland nämlich sagen. Funktioniert nicht unbedingt. Ja, wir sind hier zurück wieder schön in unserem kleinen Örtchen und wir bauen hier gerade unten Palmer Beach aus. Die Stadt wächst auch Stück für Stück mit unserer Unterstützung, weil wir ihnen natürlich genug Sachen liefern. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache und ich glaube, wir laufen gerade nicht mehr, weil ich... Warum funktioniert Leertaste nicht als... Doch, wenn du einmal Gas gegeben hast, dann geht's schon wieder. Genau. Palmer Beach wächst, weil wir haben ihnen hier schon einen Klamottenladen gegeben. Der Klamottenladen ist... Wie schaut denn eigentlich aktuell aus? Wie viel haben wir auf Lager? 149 Sachen an Klamotten haben wir auf Lager. Das ist super. Wir haben das letzte Mal gut ausgebaut und haben bemerkt, Klamotten sind absolut unser Highlight in diesem Land. Wir haben auch den Baumarkt hier eröffnet, wobei sich unsere Züge hier auf die Arbeit konzentrieren, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt ausreicht aktuell schon. Wie viel produzierst denn du? Auf Lager hast du 300, Produktion liegt bei 2600 und du produzierst mir Holzspäne und zwar auch 2520. Production 2600, okay, und wie viel haben wir auf der Route festgelegt? 2700. Genau, und dann fährt er jetzt hier sozusagen und macht sich die Route. Die Sache, die mich ein bisschen stört, ist, dass die immer erst ins Po fahren und dann weiter. Also, dass die wirklich jedes Mal in deren Depot fahren. Bedeutet aber auch, du musst halt in der Nähe immer irgendein passendes Depot bauen, ne? Hier sind genug Züge auf Lager. Fährt jetzt gerade kein Zug, oder was? Wie viel Holz hat denn der auf Lager? 500. Stellen wir mal das Spiel wieder schnell ein. Julegas, willkommen. Du holst die Bretter. Und die Bretter werden hier hintergebracht. Wo es dann zu Werkzeug verarbeitet wird, wo er das wieder abholt. 360 von 1600. Und neue Zeit und jetzt fahren sie schon wieder los, okay. Und der macht aber auch gute Verkäufe, wenn du das anschaust. Die Lage vor allem an Werkzeugen tut sich immer wieder lernen. Holy moly. Der Bedarf 1900. Holy shit. Ja, okay, Dinger würden wir so viele produzieren. Aber Bretter tun wir 1600. So, wie viel produziert denn der? 1500. Ist schon heftig, was die mit Leute. 7000 Nahrung. Und 5000 Klamotten. Für einen Ort. Das ist halt schon massiv. Das Lager hier wird wahrscheinlich auch nicht... Wie viel habe ich denn die Nahrung gesetzt? Warte mal. Nahrung, Linie. 6200. Aber ihr braucht, ja? Mittlerweile 7300. Wie viel produzieren wir hier? Nicht ansatzweise 6000. Dann müssen wir die Production hochdrehen. Bei dir auch. Und vielleicht eine weitere Farm bald bauen. Also neben dem, dass Textilien natürlich extrem viel fehlen. Ich hoffe halt natürlich, dass die Produktion hier funktioniert. Wir haben genug Baumwolle auf Lager auf jeden Fall. Und drei neue Weltverträge am Hafen 1 verfügbar. Weltmarkt. Vertrag. Airport. Hafen. Export. Produkte. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel Produkte verkaufen. Die Frage ist, will ich das? Will ich das tun oder will ich das nicht tun? Palmer Beach ist ja schon... Schau mal, Quartal.
Die brauchen also rein theoretisch im Sommer und im Herbst das meiste Werkzeug, aber dafür keine Holzspäne, die wiederum nur im Winter. Im Winter brauchen sie auch mehr Nahrung. Klar, da brauchst du ein bisschen mehr. Klamotten, Schuhe. Wie war die Produktion für Schuhe wieder? Das wäre, gibt es hier so einen Topf vielleicht? Was? Was soll das denn die Untergrundansicht? Zonenübersicht. Das ist die Zonen. Ausbaustufe. Level. Versorgung zu 31%. Zufrieden, 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 zufrieden. Hier. Ja, ihnen fehlt Schuhe brauchen sie. Was ist bei euch? Bedarf? Da fehlt schon an normalen Kleidung. Bedeutet, wir müssen halt echt schauen, ob wir nicht noch ein bisschen die Production upspeeden. Versorgung für Stadtgebäude. Die sind alle so medium happy. Das ist ungut. Auslastung Geschäfte. Holy shit! Ich glaube, wir bauen mal den Kleidungsladen aus. Der ist ja vollkommen überlastet. Letztes Jahr haben wir 13 Millionen plus gemacht. Also von daher, wir sind bei 53 Millionen. Bauen? Nein, bauen. Ich hätte gern einen... Wo ist er denn? Modemittel. Modemittel zieht jetzt aus dem Ring raus. Und ich hätte gerne die Linie für die Kleidung. Hierhin liefernd. Genau. Übernehmen, Dankeschön. Ab sofort werden keine Kleidungsstücke mehr zum Standard geliefert. Du müsstest... Ne, wo lieferst du das jetzt hin? Ah, der hat gar nichts dabei, okay. Das wird der neue Laden, das ist der alte Laden. Der hat 16 Millionen gemacht. Ich bin gespannt, wie viel der neue dann macht. So, der hat jetzt das Lager... Ne, der hat gar nicht so viel Lager. Der hat auch nichts mehr auf Lager. Bedeutet, wir können dich jetzt abreißen. Bestätigen. Aber wenn der jetzt auch schon bei einer Auslastung, wo war das hier wieder? Das hier, ne? 42% ausgelastet, du bist auch schon bei 93%. Vielleicht sollte ich einen weiteren kleinen Supermarkt machen. Damit die Auslastung von dem weggeht. So, warte mal. Ich brauche eh noch eine weitere Production für Nahrung jetzt. Bedeutet, wir konstruieren die jetzt mal hier. Wo ist er denn? Landwirtschaft, jawohl. Was maximale Anzahl? Oh. Bedeutet, ich darf nur ein Feld, zwei Felder pro Gebiet bauen? Kann ich wenigstens bei dir noch was anbauen? Oder habe ich da das Limit auch schon erreicht? Kannst du mir doch nicht sagen, dass das alles ist, was ich machen kann hier? Habe ich eigentlich die Linie erweitert? 6200. Weißt du was, wir machen das wie folgt. Hier hinten ist noch einer. Wir machen die Linie jetzt ganz interessant. Wir machen einen kleinen Lebensmittelmarkt hier draußen noch. So schön in den Außenbezirk. Weißt du, schon kommt so ein schöner kleiner Lidl rein. Dafür muss das Haus hier weg. Gut. Dann wird die Nahrungslinie angepasst. Kriegt eine weitere Route hier hin. Und du kriegst nur 5000 reingeliefert.
Dann sollte sich so ein bisschen die Lage entschärfen. Oder warte mal, wir tun 4-5 hier machen. Das übernehmen wir jetzt. Was liegt hier sozusagen auf der Route von daher? Und dann sollten wir so ein bisschen die Last von dem anderen Laden nehmen, oder? Ja, jetzt sind wir bei 99% hier. Ja, schau, wir sind schon wieder bei 1 Million plus und ich bin immer noch nicht voll draußen. 53% hier. Produktion und Nachfrage. Ah, schau mal, da siehst du es noch viel schöner. Holzspäne habe ich noch nicht so wirklich. Schuhe, ja, Schuhe ist halt jetzt ein anderes Problem. Da muss ich mir mal eine Production Line irgendwo hier aufsetzen. Weil Schuhe brauchen ja auch Gummi. Und ja, das wird wieder ein ganz interessantes Punkt. Ganz interessanter Punkt. Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiete. Ja, das ist ein teures Land. Ja, super. Unter was fehlt denn eigentlich hier? Kollege Chemiefabrik. Das ist eine Schwerindustrie. Die muss in so ein Gebiet rein. Oder halt hier hin. Aber wir brauchen ja dann Öl dafür, wenn ich mich nicht irre. Tierzucht. Gott, ist das ein beschissenes Stück Land. Öl. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich tue das jetzt nicht abreißen, nur weil ich auch. Es ist wieder. Ah, gibt's hier nicht irgendwo? Nee, hat Display. Nein. Einfach nur so eine Info. Ja, ja, alles gut. Produktion. Ölpumpen platzieren. Jetzt kann ich natürlich sagen, produziere mir Öl. 4000 macht er jetzt zum Beispiel. Zurücksetzen. Das kann ich natürlich dann auch hier wieder anschließen und alles. Lager überfüllt. Welches Lager ist denn überfüllt? Baumarkt klein. Wegen den Holzspänen. Okay, vielleicht sollten wir bei Holzspänen mehr so einen Plan machen, wie wir das am schlauesten angehen. Wie groß ist das Lager von dir? 6000? So, du brauchst jetzt halt nochmal hier Produktion und Nachfrage. Wo habe ich nochmal die Jahresansicht gesehen? Das war viel interessanter. Warte mal, Zone, Nähe, Stadtbedarf, Quartal. Er braucht nur 700... Späne im Winter. Im Winter. Weil wenn wir 800 liefern, haben wir ein bisschen viel, ne? Aber wenn wir die Linie jetzt hier anpassen, guck mal. Späne. Und ich will... Nein, 800, das reicht komplett. Und dass du mir die nur im Winter lieferst. Genau. Dann sagen wir ihm bei der Produktion hier. Schau mal an, ich brauche gar nicht so viel. Produziere mir 800 hier im Jahr. Und dann könnten wir hier vielleicht noch Sägemehl, Holzbretter. Lassen wir das mal so. Wie schaut es eigentlich mit der Werkzeugproduktion aus bei uns? Ich glaube, die müssen wir eh abrampen.
Weil wenn ich mich jetzt nicht irre, war ja der Gesamtbedarf hier pro Jahr 2772? Sind die wahnsinnig? 2700. Mal 2900 gleich draus. Und du brauchst ja ein Brett pro Ding. Bedeutet, ich muss jetzt hier die Production abrempen. Und zwar auf... Was habe ich dich gestellt? Fuck, vergessen. 2960. 2960. Bedeutet aber, ich brauche insgesamt, sagen wir 3800 Bretter mittlerweile. 3800 Holz. Produktion. 3800 Holz. Übernehmen. Jetzt müssen wir natürlich die Linien wieder anpassen. 3800 bitte. Dann war das 2960. Linie Bretter. 2960. Und dann natürlich noch das Werkzeug auch auf 2960 hochrampen. Obwohl ich glaube, ich tue das jetzt über die ganze Stadt verteilen anfangen. Weil wenn wir uns wahrscheinlich die Auslastung von den Läden anschauen. Ja, 250. Alter, der Kleidungsladen bei 150%. Ich habe den erst vergrößert. Guck dir den an. Was ist mit dem los? Holy moly. Macht 400.000 plus, du machst 1,7 Milliarden plus, du machst 16 Millionen plus, du machst 3 Millionen plus. Ja, genau deswegen. Wir brauchen ganz dringend ein... Lass mal das hier wegmachen, bitte. Noch ein paar Geschäfte. Und zwar erstmal ein Baumarktmittel. Der kommt so ein bisschen außerhalb des City für das dahin. Und noch einen weiteren Baumarktmittel, eine Baumarktkleine in dem Fall, den ich hier hinsetzen würde. Dann verrichten wir hier noch schnell eine Straße. So, und dann brauchen wir hier noch einen Lebensmittelmarkt. So. Und jetzt muss ich die Route anpassen. Und zwar erstmal die Holzroute hier. Denn du fährst auch hier hin. Wenn ich davon in der scheiß Baumarkt wieder. Ich glaube, du bist Baumarkt, ja. Gut. Dann fahren sie nicht jetzt so eine Runde. Warum fahrt ihr zum Beispiel nicht die Straße? Wäre das nicht effizienter? Genau, aber anstatt dass ihr 2900 hier hinliefert, liefert ihr bitte an die Außenstellen 800. Dann machen wir 1500, ja, das sollte ganz gut passen. Dann müssen wir noch bei der Mode schauen, dass wir die auch umliefern. Und dann lieferst du mir hier 3000 hin. Das sollte jetzt ein bisschen runter machen. Schon sollten die wieder ein bisschen mehr die Stadt ausgeglichen versorgen. Weil schau dir mal an, was da zur Hölle passiert ist für eine Straßenbauweise. Jetzt tun wir mal ein bisschen an der Stadt auch ein bisschen rumbasteln. Hier, warte mal. Straßen.
Anschluss nicht möglich. Ist es doch. Geht doch. Ändert sich jetzt eigentlich irgendeine Route von mir automatisch? Weil wenn ich sage Werkzeug zum Beispiel. Erst Werkzeugfabrik. Baumarkt klein, Baumarkt mittel. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass die vielleicht so fahren. Wie schaut es beim Mode aus? Nee, auch nicht. Ja, vielleicht können wir so ein bisschen die Stadt auch ein bisschen dispersen. Wie schaut es jetzt mit der Gleichmäßigkeit aus? Der Klamottenladen ist immer noch komplett überbefüllt. Holy shit, der Baumarkt ist wenigstens mittlerweile ruhiger. Der Laden da draußen ist dafür vollkommen überfüllt. Holy shit, warum? Fünf. Das war auch so viele Sterne. Brauche jetzt noch einen Nahrungsladen, oder was? Schau mal, die sind auch schon vollkommen ausgelastet. What the fuck? Bringt es uns wenigstens einen Profit? Sehe ich da was? Quartalsweise? Ja, da habe ich viel ausgegeben, ne? Ne, warte mal, das sind ja die laufenden Kosten. Das sind meine Quartale, die ich jetzt sehe. Meilensteine? Ne, wir haben immer noch kein Quartalsergebnis, das da wirklich groß Reichweiten ist. Exportpreise für, was ist das? Alkohol. Alkohol kostet im lokalen Preis 3000, Exportpreis 2000. Was ist der Exportpreis, das höchste? Klamotten? Also neben dem, dass Klamotten bei uns auch schweinteuer sind. Holy shit, okay. Zurück zu den Schuhen. Warte mal, ich war gerade vollkommen aufgelenkt. Ich baue hier nur an der Stadt rum. Wie schaut es eigentlich aus mit dem Ausbau hier? Slow and steady in letzter Zeit. Liegt vielleicht auch daran, dass wir halt noch keine Schuhe liefern. Alles werden wir jetzt dann machen. Ich werde vielleicht danach hier auch noch einen Supermarkt machen. Also erstens muss ich hier mal eine Straße hinlegen. Fängt ja schon mal so an. So, dann brauchen wir eine Gummifabrik. Wo ist denn die? Wo ist denn die da? Geschäfte hier. Textilfabrik macht nicht, dann uns die Schuhe. Aber ich brauche erstmal dafür einen von euch hier. So, dann muss ich das natürlich auch wieder mit einer Straße ansetzen. So. Bei dir kann ich jetzt die Gummis platzieren, ne? Produktion. Genau, Gummi. So, du bist schon voll ausgelastet, bedeutet, wir brauchen auch eine neue Fabrik dafür. Ja, geht's hier ab. Production Industrie. Wo ist denn das hier? Textilfabrik. Gleich wieder anschließen. Ist nicht zu aschen? Ach, so geht's jetzt, hä? Warum geht denn das jetzt so? So, schau an. Wenn ich jetzt auf dich gehe, Produktion. Ich sag, ich will Schuhe produzieren. Dann brauche ich Leder. Aha. Leder brauche ich in dem Fall für Schuhe. Und Gummis. Okay. Dann muss ich hier... Die Frage ist, wo baue ich die? Das ist jetzt natürlich die spannende Frage. Industrie, Tierzucht. Du fällst unter Landwirtschaft. Ich darf dich da hier nicht platzieren, aber hier habe ich schon das Limit erreicht. Bedeutet, wir bauen dich hier. Und dann auch natürlich wieder mit einer Straße schön dran, damit das
alles schön aneinander steckt. So. Ja, langsam wird es. Alter, schau. Wir haben die Stadt umrundet. Ich dachte, ich kriege hier mehr drunter. Deswegen habe ich das jetzt so pack gebaut. Wenn ich das gewusst, wäre es ganz anders gewesen. Ah, hier steht's. Okay. Auch pro Gebiet nur jeweils zwei Industrien und so Zeugs. Okay. I understand. Bedeutet, das Gebiet ist auch mittlerweile voll, ne? Nee, hier darf ich 4 bauen. Heavy Industry darf ich 4 bauen. Interesting. So, schauen. Wir machen hier eine Produktion. Und zwar, ich muss halt jetzt mal schauen, wie schaut das hier mit der Production aus? Wenn ich sage, ich will Schuhe bauen, brauche ich 1 und 1 und dann mache ich da daraus einen Schuh. Wir reden jetzt davon, dass wir in Palmer Beach verwerfen, Bedarf jährlich 5000 Schuhe brauchen. Wir gehen jetzt von 5000 Schuhen aus. Bedeutet, wir machen jeweils 2500 pro Jahr Production hier. Ich habe 1500 gesagt, was soll denn das? 520. Kaufen. ...2480 dann bei euch. Macht 2500. Übernehmen. Gut, bedeutet, wir brauchen 5000 Gummis. 5000 Leder. Gehen wir erstmal zu dir. Produktion. Gummi. Dann setzen wir dich auf 2500, bitte. Und bauen eine zweite dazu. Gleich viel produziert. Übernehmen. Gut. Produktion auswählen. 5000. Übernehmen. Gut. Und du machst Produktion. Ah, muss ich erstmal Verweiden platzieren. Schön. Ein paar Tierchen. Wo ist denn hier Leder? Leder. Okay, dich müssen wir echt ausmaxen. Das sind 3000, bedeutet, ich komme auf 4500 nur. Gut, jetzt muss ich natürlich nochmal Linien errichten, und zwar hier schienentechnisch. So, einfach komplett anschließen das Ding. Und einfach für die Möglichkeit. Wir müssen hier quer durch das Ding durch, ansonsten wird es nichts. Schaut zwar weird aus, aber okay. Dann schließen wir dich auch noch so an. Und geben denen hier auch noch eine Kurvenmöglichkeit. Gut. Dann heißt es jetzt Routen einrichten. Und zuerst eine Linie von Stopp hinzufügen. Hallo? Hier nach hier mit Öl. 5000 übernehmen. Dann die nächste Route.
Eine neue LKW-Linie bitte. Oh, ich muss das Depot natürlich noch auswählen. Übernehmen. Von hier nach hier für Gummis 5000 übernehmen. Genau. Dann noch eine neue LKW-Linie. Von hier nach hier. Und auch wenn wir jetzt hier nicht alles produzieren, wir gehen hier 4500. What? 4500. Und übernehmen. Und dann machen wir noch eine neue LKW-Route. Nein, bleib hier, Kamera. Stopp hinzufügen. Von hier. So, jetzt kommt's. Jetzt muss ich die ganzen Kleidungsgeschäfte aussuchen, die ich habe. Das da hinten war ein Baumarkt, ne? Bedeutet, ich habe aktuell nur zwei Kleidungsgeschäfte. Dich hier und dich hier. Wir wollen hier Schuhe verkaufen. Insgesamt laden wir 5000 auf und hier machen wir minus 3,5 und gehen auf Übernehmen. Ist die Sache, ich glaube, ich habe bei der einen Route vergessen, und zwar bei, wo ist er denn, ein Depot hinzuzufügen. Sollte es direkt losgehen eigentlich. Machen wir mal zu, das Ganze. Wie viel hast du jetzt mit? 112, okay. Was ist im Lager aktuell drin? Lagerplätze sind leer, oder was? So, jetzt wird die Produktion auch für Stück und Stück hochfahren. Es sollte die Stadt nochmal um einiges wachsen lassen. Wenn ich mir das überlege. Natürlich, wir sind hier mit der Tierzucht so ein bisschen am Limit. Da haben wir jetzt wenigstens ein bisschen was auf Lager. Die Frage ist, haben wir einfach hier vielleicht zu wenig Fahrzeuge mittlerweile wieder? Reserviert für. Das heißt, wir kaufen mal ein bisschen wieder. Kein Depot, LKW-Depot. Und zwar, wir kaufen eine Menge von 20 in 19 Tagen, unterschreiben. Dann sollten wir die nicht auch bald relativ bald bekommen. Und dann sollte das auch sehr, sehr gut gehen. Wie schaut es mittlerweile aus? Wir haben schon mal Lederauflage, wie es ausschaut. Noch keinen einzigen Gummi. Das ist wenigstens vorteilhaft, bedeutet, wir haben genug auf Lager. Aber da scheint jetzt, Leute, erste Gummi auch anzukommen. Ja, 700 werden hier gerade geliefert. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn wir so viel kriegen. Was sagt das Lager? Aber jetzt sollten sie ja produzieren können, oder? Production? Ja, einer produziert schon. Es wird halt sich langsam abrampen. Wie gesagt, wir müssen halt hier Stück für Stück erstmal schauen, dass alles läuft. Das ist das Ganze dabei. Schaut das Lager hier aus? Auch nicht. Kann ich die Produktion mittlerweile ein bisschen hochrampen? Nein. Das wäre schön gewesen. Könnte ich die noch ein bisschen höher kriegen? Aber leider nicht. Auch wenn hier mittlerweile das Außenrum auch schon wie ein Chaos hochziehen. Wer hat hier wieder Warnungen? Du, weil du jetzt natürlich... Du hast die ganzen Späne jetzt hier drin. Wie groß ist denn dein Lager? Weißt du was, wir tun die Späne... jetzt auch ein bisschen verteilen. Auf alle Baumärkte.
Und zwar die Kleinen nehmen nur 100. Du nimmst 600 von den Ganzen. Dann verteilt sich die Last schön. Und das ist das, was wir brauchen. Eine gute Lastverteilung für diese Aufgaben. Bedarf ist mittlerweile 2900. Es bleibt 8400. Ich brauche also nochmal um einiges mehr Nahrung, wie ich jetzt aktuell liefere. Und wahrscheinlich nochmal einen Supermarkt, weil ich... Der eine ist vollkommen ausgelastet. Das ist doch mein Supermarkt, ne? Warum bist du so extrem ausgelastet, Mensch? Hör auf, du! Dann brauche ich nochmal für die Kollegen hier einen neuen Supermarkt. So entspricht Anforderungen nicht, okay. Dann wird hier halt noch neu errichtet. Und der wird direkt an die Nahrungslinie angeschlossen. Dann wirst du auf 1300 reduziert. Und du auf 2,3. Oder machen wir 2,5. 2,4,5. Dann sind sie nicht ausgeglichen. Ziehen wir noch kurz die Route anschauen, was hier für eine schlaue Fahrweise ist. Nee, das ist nicht ziemlich dumm. Wenn der mittlere, eigentlich müssten wir erst den mittleren beliefern. Mittel, genau. Speichern. Gut. Dann haben wir nicht den jetzt auch schon richtig eingestellt. Und ich würde damit sagen, was ist mit dir los? Ist bei dem das Lager überfüllt für Nahrung? Das sollte sich auch bald ändern, wenn die ganzen Lager natürlich woanders hinliefern. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben wieder viel gemacht. Wir haben unsere erste Ölindustrie aufgesetzt. Wir haben eine Gummifabrik aufgestellt. Und wir bauen jetzt unsere ersten Schuhe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.